Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jensor in der Garage. Es ist Zeit für unser Mittwochs-Gameplay. Ja, ich habe da was zugeschickt bekommen, wo ich ganz ehrlich sage, das ist... ja, also Replays sind ja immer ganz geil, wenn sie nicht perfekt sind. Wenn, aber es ist halt schon so interessant, dass ich sage, das zeige ich euch mal. Danke Bio übrigens fürs Selektieren und Epics, die beiden sortieren mir momentan die interessanten Spiele aus dem Allerweltsspiele-Krempel raus. Das soll jetzt nicht so abwertend klingen, aber Leute, wir wollen natürlich nur Games zeigen, wo man wirklich sagt so, boah, mit einem Vierer-Tank alle Zehner fertig gemacht oder mit dem Light alle Artis gekillt, alle 12 Artis, die im Game waren und sowas. Versteht ihr, was ich meine? Also kein, ich bin hinten und sniper mir einen Wolf. Das ist eine geile Leistung und natürlich freue ich mich auch für euch, aber das sind nicht die Games, wo die Leute sie gucken und sagen, boah, geil, sowas habe ich ja selten erlebt. Etwas euphorischer natürlich. Sondern eher, naja, epische Games, lustige Games und halt eben auch Games, wie wir es jetzt sehen, vom lieben T110E5 is weak. So ist nämlich der Username, musste ich schon mal gut lachen. Der neue Locations ausprobiert und ganz ehrlich, selbst ich mit meinen 20.000 Spielen, du kennst die Karten mittlerweile in- und auswendig und bis auf Paris, die kenne ich gar nicht. Will ich aber auch nicht kennen. Blöde Karte. Buh, buh, buh. Aber es gibt halt so neue Locations, da kann ich auch echt euch nur empfehlen, den Mausakrobat euch mal anzugucken, den YouTuber, weil der nämlich am Anfang mal die ganzen Locations rausgefunden hat und ausprobiert hat und sehr, sehr geile Videos von dem, also zu diesen Locations. Die eine davon werden wir uns jetzt mal angucken. Kein großes Geschnatter. Er fährt die Batchet, die eignet sich natürlich auch sehr gut, denn die Location... die jetzt angefahren wird, die ist nicht mit jedem Tank anfahrbar. Aber schauen wir mal rein. Bis gleich. Da sind wir auf Minen mit dem T110E5 is weak, der mit seinem Kumpel, hier dem Kollege mit dem 50B, auf der Map Minen unterwegs ist. Und, naja, wie alle Spiele, die besonders gut funktionieren, ist hier auch eine, naja, guckt es euch an, der 50B und die Batchet, also er mit seinem Platoon-Kumpel, die sind eher ausgeprägter im Skill-Level. Und ja, ich bin mit ihm schon ein bisschen gefahren. Und ja, es ist ein Reroll-Account von ihm. Und ja, er hat es trotzdem drauf. Und hat mich schon ein bisschen beeindruckt. Wir sind Sechser gefahren und er hatte bei jedem Game 1000 mehr Schaden als ich. Und ich habe mich angestrengt. Also insofern, GZ zu diesem Reroll, den hast du dir, glaube ich, verdient. Was... meine ich, mit Positionen, die nicht so leicht mit jedem Tank anzufahren sind, guckt euch das mal an. Und selbst diese Position hier, ich sag's euch, die ist nicht so mega easy anzufahren und die ist auch nicht so ungefährlich. Also ganz ehrlich, hier ganz, das kann auch, ihr schaut's euch mal an hier, wenn du hier hochfährst mit der Batchet ganz am Anfang, hilft dir eigentlich nur, dass der Gegner das nicht erwartet. Weil wenn du dort auf bist und hier an der Ecke fahren Heavys, die hier praktisch warten wollen, naja, dann könnt ihr euch überlegen, was da passiert. Wenn die dort stehen und warten, dass du dort rumkommst, dann hast du verkackt. Ganz ehrlich, hier verstehe ich nicht so ganz, wo liegt die Logik da drin, dass alle Leute immer rausaimen, bevor sie geschossen haben. Weil im Endeffekt sehen wir genau das passiert, was jetzt hier passiert ist. Die ein oder zwei Schüsse werden einfach verwackelt. Und das ist mir nicht ganz logisch. Aber zurück zu der Position. Guckt auf die Minimap. Ich meine, wo er fährt. Nein, hier ist nicht die, Map zu Ende. Die ist da hinten zu Ende. Man kann hier quasi durchfahren. Und das ist natürlich, dieses ganze Hinterland hier, ist natürlich mega geil zum Verstecken. Geht natürlich auch nicht, wenn, gucken wir auf die Minimap, wenn die Arti irgendwie hier hingefahren ist, weil dann kann sie hier reinschießen. Und geht auch nicht, wenn, wie wir es da am Anfang, wie wir es am Anfang hatten, die Heavys da in der Ecke stehen. Aber geht, wenn man hier sozusagen, da wäre einiges noch an mehr Schaden drin gewesen. Ach übrigens, sehr interessant,
Ja, das sieht man jetzt nicht mehr, was ich zeigen wollte. Aber hier haben wir wieder ein schönes Beispiel für die Panzerung. Wird natürlich immer dünner, je weiter ihr über den Tanks steht. Ne? Also ihr könnt ganz fröhlich den von oben wieder dieses bescheuerte Rausgeaime. Was ist los, Kollege? Das ist nicht schlau. Verstehe ich auch nicht. Oder es ist eine Replay-Anzeige, dass es im Real Game gar nicht so war. Also auf jeden Fall dieses Rausgeaime, bevor der Schuss zu Ende ist. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch viel, viel bessere Augen als ich und ihr seht trotzdem alle Details. Aber ich finde, das ist nicht optimal. Weiterhin aber sehr optimal ist, wie er hier fährt. Denn er hat jetzt gleich nachgeladen, überlegt sich, also das muss man hier üben. Ne? Das ist ja auch sehr schön zu sehen. Badget nach hinten, mehr Gandhi-Person als nach vorne. Und deswegen, boah, gefährlich, 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 gefährlich. Das hätte ich auch anders gemacht. Hier hätte ich jetzt zum Beispiel. Nee, ja. Nee, das hätte ich auch so gemacht. Das Rezept, der Badget, ist ja quasi immer. Das muss ein Replay-Fehler sein. So bescheuert kann gar keiner aim. Das, mystische Dinge, die vor sich gehen, die der Commander nicht versteht. Aber eigentlich geben die Replays das ja ganz gut wieder. Naja, schön die Arti zu sehen, die sich gerade dort in Deckung begibt, wo sie auch ganz gut steht. Das ist auch ein weiterer Pluspunkt an dieser Stelle. Denn die, ja, sehr schön. Sehr schön, der Kollege Jagdtiger, der versucht auf ihn noch zu schießen, aber er ist nicht scharf, weil er vorbeizimmert. Ja. Arti-Position hier ist natürlich ganz positiv, wenn die dort stehen, können die dich dort hinten nicht, ja, können die dich, wenn du oben bist, nicht beschießen. Jetzt kommt so eine Stelle, die, ja, das, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass, keine Ahnung. Wenn die Badget voll ist, dann kann man auch, ja, das war jetzt mega lucky, also, das ist eine Frage, was man jetzt hier macht. Also, die Badget steht über ihm, die Panzerung ist gleich null. Warum den letzten Schuss nicht noch rein? Ist doch scheißegal, ob er dir eine verzimmert oder nicht. Stattdessen da hinten wieder rausgeaimt und daher versemmelt? Schlechte Angewohnheit oder Replay-Player? Weil, it doesn't make sense. Versteht da nicht, der Commander, versteht da nicht. Ja, schöne Sache auf jeden Fall. 5-2 Damage schon bis zu diesem Punkt. Nebenbei auch natürlich heikelst, weil wenn die Arti sich dort hinten bewegen würde, während man hier drauf konzentriert ist, irgendwann kommt sie dann halt eben doch an diesen Stein ran. Also, naja. Also, nicht so ultra easy peasy. Was jetzt kommt, hat mir wieder sehr gut gefallen, weil das zeigt eben, dass gute Spieler die Awareness haben, was man so alles machen kann. Auto-Aim rein, geschossen und den letzten Schuss gespart. Beziehungsweise, was heißt den letzten Schuss? Also noch ein paar Schuss gespart. TVP, ja. Da wäre noch einer mehr drin gewesen. Aber der Gegner war tot. Der Gegner war mausetot. Eine Sache noch, die mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, also ich meine, entweder du bist extremst gut im Auto-Aim-Klicken, also sowas von extremst gut und sicher, oder du hast noch den Mod drauf, den man eigentlich nicht mehr drauf haben sollte. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie das so mit dem Auto-Aim bei dir ist. Aber ich halte dir mal zugute, weil ich nichts anderes weiß, dass du diesen Auto-Aim-Mod nicht drin hast und dass du halt eben nur extrem gut bist im Panzertreffen und Auto-Aim reinmachen. Wie auch immer, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr solides Spiel. 6-9 hat er Damage, was man sieht. Schön da hinten übers Gebirge gefahren. Also ich fand's mal, ja, genauso wie das Game, ihr erinnert euch vielleicht noch, wo der andere Kollege hier hinten hochgefahren ist. Das sind so die Positionen. Wenn man guckt auf die Minimap, wenn man hier, man kann nebenbei auch, oder warte mal, hier sieht man es besser, man kann nebenbei auch hier hinten hochfahren, direkt neben dem Haus. Das ist einfacher, also von der anderen Seite, wenn man sozusagen von hier hinten startet. Aber ich sag euch, probiert das besser im Teamgefecht einfach mal aus, im Testgefecht, weil, muss ganz ehrlich sagen, von 10 Versuchen mit einer Badget ist es mir nur so 2-3 Mal geglückt. Also das muss man
üben, wo man hochfährt, welche Stelle genau man trifft, sonst kannst du es vergessen. Und wenn man natürlich im Game versucht, irgendwo hochzufahren und das 10-mal versucht, ist man seinem Team auch keine Hilfe. Das sollte man nicht tun. Wir schauen uns die Gefechtsauswertung an, denn das ist das, was mich jetzt noch interessiert. Bis gleich. Gefechtsauswertung. Und klar, haben wir gesehen, haben wir gesehen, dass es ein Sieg war. 93.000 Brutto-Credits, 2059 XP. Anständig ordentlich. Confederate, High-Kaliber und Tanker-Sniper. Denn die Badgett ist doch ein Sniper-Tank, ohne Frage. Und ja, fette 6.947 Schaden und 4 Kills. Geht sicherlich mehr mit der Badgett, haben wir ja durchaus auch gesehen. Aber ist schon eine fette Leistung und eine geile Position. Ne? Also eigentlich Video wegen der schönen Position. Denn das war wirklich sauber gemacht und auch ja, vorsichtig genug und die Konstellation hat gestimmt. Hat mir gefallen. Was mich jetzt echt gewundert hat, ich hätte gedacht, dass er auf jeden Fall mehr gespottet hat als popelige 1000 Schaden. Aber wahrscheinlich ein Spiel mit mehr Artis, ein Spiel, wo dann durch sein Spotten mehr beschädigt wird. Eine Arti macht halt nicht so viel. Das wird der Grund gewesen sein. 42.000 Credits sind übrig geblieben. Ja, schönes Game. Mehr davon bitte. Schickt's mir an whatreplayoftheweek at gmail.com. Eingeblendet hier. Und dann seid ihr auch mit dabei. Auf jeden Fall, sowas gefällt dem Commander und ich denke, sowas gefällt auch euch. Ach, noch was. Wer bis hierhin dabei geblieben ist und es nicht kapiert hat, dass heute im Adventskalender ein Jahr Premium für reduziertes Geld ist, was ja immer schon mal eine ganz gute Sache ist, wenn man so lange bei WoT bleibt. Ich habe mir das auf jeden Fall gegönnt. Ich werde euch also ein Jahr noch erhalten bleiben. Macht es gut, ihr Lieben, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.